Guten Tag, meine Schüler und Schülerinnen. Heute sprechen wir über Lektion 2. Wohin fährst du im Urlaub? يعني النهاردة هنتكلم عن الوحدة التانية في Trip 3. Wohin fährst du im Urlaub? يعني احنا هنروح فين في الأجازة؟ رايحين فين في الأجازة؟ Heute sprechen wir über die lokale Präpositionen. يعني هنتكلم عن حروف الجر المكانية. يعني حروف جر بتعبر عن مكان. Wohin fährst du im Urlaub? يعني انتوا رايحين فين في الأجازة أو احنا هنروح فين في الأجازة أو انت رايح فين في الأجازة. Ich fahre im Urlaub Luke. Nummer 1. Wohin fährst du im Urlaub? Ich fahre im Urlaub an das Meer. Nummer 2. Wohin fährst du im Urlaub? Ich fahre im Urlaub an den Bodensee. Nummer 3. Wohin fährst du im Urlaub? Ich fahre im Urlaub an die Ostsee. Nummer 4. Wohin fährst du im Urlaub? Ich fahre im Urlaub nach Kreta. Wohin fährst du im Urlaub? Ich fahre im Urlaub nach Solet. Wohin fährst du im Urlaub? Ich fahre im Urlaub ins Gebirge. Wohin fährst du im Urlaub? Ich fahre im Urlaub in die Dolomiten. Wohin fährst du im Urlaub? Ich fahre im Urlaub in die Alpen. Wohin fährst du im Urlaub? Ich fahre im Urlaub nach Wien. Wohin fährst du im Urlaub? Ich fahre im Urlaub nach Grinten. Wohin fährst du im Urlaub? Ich fahre im Urlaub nach Madrid. Wohin fährst du im Urlaub? Ich fahre im Urlaub nach Norddeutschland. Wohin fährst du im Urlaub? Ich fahre im Urlaub nach Österreich. Wohin fährst du im Urlaub? Ich fahre im Urlaub nach Frankreich. Wohin fährst du im Urlaub? Ich fahre im Urlaub in die Schweiz. Wohin fährst du im Urlaub? Ich fahre im Urlaub in die Türkei. Wohin fährst du im Urlaub? Ich fahre im Urlaub in die USA. Wohin fährst du im Urlaub? Ich fahre im Urlaub nach Deutschland. Wohin fährst du im Urlaub? Ich fahre im Urlaub an die Nordsee. يبقى ناخد بالنا من الجداول دي ونحلها مع بعض وناخد بالنا في ان دي وان دير نحفظ كل مكان الاداه بتاعته ايه. عايزين بقى نحل مع بعضنا كده حاجه اسمها ارجنسي دي بريبوزيسيون اوند ارتكل، يعني كمل حرف الجر والاداه. نمبر 1 دي التان فولن فولن نقط بودن زي فاين افا دي كيندا فولن نقط ديشلاند فليجن. Nummer 1. Die Eltern wollen an die Bodensee fahren, aber die Kinder wollen nach Griechenland fliegen. Nummer 2. Eva will Italienisch lernen. Also fährt sie nach Italien. Nummer 2. Eva will Italienisch lernen. Also fährt sie nach Italien. Nummer 3. Ich will New York sehen. Also fliege ich nach USA. Nummer 3. Ich will New York sehen. Also fliege ich in die USA. Im Sommer fährt Familie seit nach Türkei. Nummer 4. Im Sommer fährt Familie seit in die Türkei. Nummer 5. Im Winter fahren wir oft in die Schweiz. Im Winter fahren wir oft in die Schweiz. Nummer 6. Ich fahre Nord-Ostsee. Dort kann man gut surfen. Ich fahre an die Ostsee. Dort kann man gut surfen. Das ist alles.